So, wir sind direkt beim Video Nummer 2 mit Dejan. Wer das erste Video noch nicht gesehen hat, am besten hier oben klicken oder auf Abonnieren klicken oder sonst irgendwie gucken, welche anderen Videos von uns gibt es schon zum Thema Gaming mit Dejan. Wir sprechen in diesem Video jetzt ein bisschen über andere Themen und wir fangen direkt mit Folgendem an. Du warst vor kurzem auf der Gamescom und hast ein bisschen mal geguckt, was kommt auf uns zu, was sind die Trends im Gaming-Bereich. Erzähl mal. Ja, natürlich gibt es unglaublich viel auf der Gamescom auch zu sehen und unglaublich viele neue, aber auch alte Sachen. Also ein Trend ist definitiv, dass viele Spiele quasi wieder aufgebereitet werden. Also es werden Remakes gemacht von alten Spielen oder auch Remasters, also quasi nochmal aufgehübscht mit besseren Grafiken und so weiter. Und da ist zum Beispiel Link's Awakening, ist ein Spiel, was ich in meiner Kindheit auf dem alten Gameboy gespielt habe, irgendwie in den 90er Jahren. Das gibt es jetzt neu für die Switch. Und das freut mich jetzt auch natürlich auch. Und das ist ein Trend. Darüber hinaus kann man natürlich sagen, zum einen hat man die ganz großen Blockbuster-Spiele, die auch so auf Langlebigkeit aus sind, wo man versucht, Games as a Service, also so möglichst über lange Zeitraum die Spieler zu binden, zu bauen. Die sind sehr teuer, die sind sehr aufwendig in der Produktion. Deswegen gibt es auch viel weniger von diesen großen Spielen. Was ich persönlich aber ganz toll finde, gleichzeitig haben sich sehr, sehr viele Indie-Firmen, also kleine Studios quasi aufgebaut. Und da gibt es eine unglaublich kreative Szene, die sehr, sehr tolle kleine Spiele macht. Und da kann man sich auf der Gamescom gar nicht satt sehen. Es gibt die Indie-Booth Arena, wo man dann einfach diese ganzen kleinen Spiele ausprobieren kann. Und da kann man auch die mit den Entwicklern direkt reden und so weiter. Und das ist eine ganz tolle Sache. Also einen Besuch auf jeden Fall wert. Auf der Gamescom waren ja bestimmt auch, also sind viele Gamer. Und es ist ja tatsächlich so, dass Leute, die viel zocken, auch manche Sachen besser können als Leute, die nicht so viel zocken. Was hat man denn für Vorteile, wenn man viel spielt oder wenn man überhaupt Games macht? Ja, zum einen natürlich ist Games, wie gesagt, auch ein sehr soziales Medium. Also man ist dadurch, kann auch Freunde gewinnen, kann Freundschaften auch festigen. Also man kann das gemeinsame Spielen macht natürlich sehr viel aus. Und man muss natürlich auch mit Frust umgehen können. Wobei man da auch einschränken muss, viele Games schaffen es auch, diesen Frust zu vermeiden. Also es gibt viele Spiele, auch so gerade Handy-Games, also die versuchen jeglichen Frust quasi aus dem Spiel rauszunehmen. Insofern ist es jetzt nicht grundsätzlich so, dass Gamer frustresistenter sind, aber es gibt durchaus Spiele, wo man auch, sage ich mal, für seine Erfolge auch arbeiten muss. Und da gibt es gerade in letzter Zeit wieder den Trend, auch schwerere Spiele zu machen, auch gerade im Plattformer, Jump-and-Run-Bereich und sowas, dass man auch Herausforderungen hat und diese auch meistern kann. Und natürlich bieten die sowohl quasi Reaktionsspiele an, als auch Denkspiele, Puzzles, Strategien, die man entwickeln kann. Also auch dieses abstrakte Denken kann man bei Spielen lernen. Und auch Lernen an sich ist auch so ein Punkt. Man kann natürlich auch inhaltlich sehr viel durch Spiele lernen. Also ich persönlich bin ja, mit verschiedenen Spielen groß geworden. Civilization ist ein Spiel, was ich seit den 90ern irgendwie gespielt habe und sehr viel über Politik gelernt habe oder wie halt auch Weltpolitik funktioniert, auch historisch, wie sich die Menschheit entwickelt hat und solche Sachen, habe ich mehr aus solchen Spielen gelernt tatsächlich als später in der Schule, ja. Ja, das geht mir genauso. Ich habe früher nämlich auch noch ein bisschen mehr gespielt und habe da immer die Anno-Spiele gespielt. Und daher wusste ich dann, ah, wofür braucht man eigentlich Erz? Wie funktioniert das alles? Worauf muss man achten? Hat mir in der ein oder anderen Erdkundearbeit geholfen, muss ich sagen. Gibt noch andere Spiele, bei denen man so irgendwie einen Lerneffekt hat, der jetzt gar nicht unbedingt irgendwie für die Schule was bringen muss, sondern wo ich vielleicht selber irgendwie ein neues Verständnis oder so bekomme. Kennst du da welche? Kannst du welche uns Also empfehlen? grundsätzlich unabhängig vom Spiel, die Sprache. Also damals, als ich gespielt habe, gab es viele Spiele nur auf Englisch. Heute sind nach wie vor viele Spiele auf Englisch besser. Also sei es in der Sprachausgabe, sei es in der. Es macht Spaß, Spiele im Original zu spielen, genauso wie auch bei Serien oder Filmen, weil man auch einen Film im Original anschauen kann. Und dadurch kann man die Sprache sehr gut lernen. Und auch bei Multiplayer-Spielen muss man natürlich kommunizieren. Und da, das ist auch so eine Sache, völlig unabhängig vom Spiel, kann man das sich aneignen. Natürlich, was bei den ganzen 3D-Spielen einherkommt, also Minecraft ist dann ein gutes Beispiel, das räumliche Vorstellungsvermögen. Also, dass ich mir einfach sagen kann, ich zeichne mal irgendwie eine Burg und wie setze ich die dann jetzt in dreidimensional um? Also, wie muss ich das machen? Also, das ist auch was, was Spiele durchaus quasi mitbringen und wo man sehr viel lernen kann. Cool. Und es gibt so ernstere Themen, die auch in Spielen behandelt werden. Ich kenne das Spiel Sea of Solitude, wo es auch darum geht, rauszufinden, was heißt es eigentlich, eine Depression zu haben.
Kennst du da noch andere, die uns wirklich so ganz, ganz wichtige und ernste Themen näher bringen? Also gerade so emotionale Themen, natürlich, also das Spiel Gris quasi ist im Endeffekt auch eine sehr künstlerische Annäherung an das Thema Depression und zeigt auch verschiedene Phasen, die ja sehr abstrakt dargestellt werden, aber ein sehr emotionales Erlebnis sind. This War of Mine ist ein sehr bekanntes Spiel geworden, weil es eben auch zwar um Krieg geht, aber Krieg aus der Perspektive von Zivilisten und wie die sich quasi in einem Bürgerkrieg verhalten. Und das wird auch, also da gab es auch Konzepte auch für die Schule, wo dann im Ethikunterricht quasi Szenen gespielt werden und auch moralische Entscheidungen, sage ich mal, in den Vordergrund rücken. Das ist auch unglaublich spannend, weil das Medium-Spiel bietet die Möglichkeit, dass ich jetzt selber quasi Entscheidungen treffen muss, die zwar keine realen Folgen, Konsequenzen haben, aber dennoch bin ich quasi in dieser Situation drin, eine Entscheidung treffen zu müssen. Und dementsprechend kann ich auch verschiedene Optionen mir anschauen, verschiedene Ausgänge. Und das ist was, was nur dieses Medium tatsächlich bieten kann. Ja, sehr spannend. Dazu habe ich zwei Sachen. Und zwar die erste Sache ist, wenn ihr sagt, solche Spiele würden euch auch interessieren, dann solltet ihr unbedingt mal in die Infobox gucken. Da haben wir einen Artikel für euch verlinkt, in dem ganz viele Serious Games, nennt man die ja, verlinkt sind, die ihr euch dann mal anschauen könnt. Und du hast gerade schon das Thema Schule angesprochen. Na, man kann das in der Schule verwenden. Was kann man in der Schule mit Games machen? Kannst du da ein paar Tipps geben, dass jetzt alle, die zuschauen und sagen, ich hätte da richtig Lust drauf, zu ihren Lehrerinnen und Lehrern gehen können und sagen können, hier, der Dejan hat es gesagt in dem Video, dieses Spiel können wir mal in der Schule machen. Also zum einen hängt es natürlich sehr von den Fächern von Themen ab. Also es gibt, wie gesagt, in Geschichte gibt es viele Spiele, die man aufgreifen kann. Assassin's Creed, also eine sehr bekannte Reihe, hat jetzt gerade mit Origin oder zu Assassin's Creed Origins eine Art History-Modus veröffentlicht, wo man völlig unabhängig von der Story und von der Kampagne und vom Gameplay sich einfach dieses Setting anschauen kann und das Ganze quasi beschrieben bekommt. Civilization war für mich ein sehr interessantes eine sehr interessante Erfahrung, aus der ich viel gelernt habe, wobei da natürlich auch ein Problem mit reinkommt. Spiele brauchen auch sehr viel Zeit. Und was man in der Schule nicht hat, das wird jeder Lehrer sagen, ich habe jetzt keine Zeit, die Schüler 2 Wochen mal spielen zu lassen. Und da muss man schauen, entweder dass man Ausschnitte aus Spielen nimmt oder besonders kurze Spiele, die sich eignen. Und da sind wir gerade auch dabei, eine Plattform aufzubauen. Also mache ich ein bisschen Werbung. Games im Unterricht quasi, Heißt du die wo so Plattform? heißt die Blenden wir Plattform. euch jetzt hier gerade Genau, ein. die wird in Kürze quasi online gehen und da werden wir Konzepte quasi online stellen für Lehrkräfte, dass sie Spiele umsetzen. Und auch als Schüler ist vielleicht mal interessant reinzuschauen, was es da so gibt. Und da werden wir auch die Spieleentwickler selbst werden dann quasi Spiele einstellen können und sagen können, hey, dieses Spiel, schaut euch das mal an, das hat die und die Themen, die interessant sein können. Also wie gesagt, da gibt es so viel Verschiedenes. Die Frage ist nur tatsächlich, wie genau man es in den Unterricht dann reinbringt. Also noch eine Empfehlung auf jeden Fall auch für Lehrer oder auch für die Schüler, dass ihr mal sagt, hey, nehmt dieses Thema doch mit rein. Also auch ein Schüler, der irgendeine Hausarbeit macht oder irgendwie für eine GFS was vorbereitet, kann durchaus ja ein Spiel auch als Thema nehmen. Und auch für Lehrer so ein kleiner Tipp, wenn ihr dann so ja, Spielthemen mit einbringt, dann sind die Schüler immer super motiviert. Klar, Dann haben die natürlich. richtig Bock drauf, was zu machen. Und Spiele haben auch oft den Anreiz, dass man damit quasi einsteigen kann. Also dass ich sagen kann, ich nehme ein Thema, das wird im Spiel angeteasert und dann informiere ich mich selber noch weiter. Also dann gibt es dann quasi ja irgendwelche Artikel, die man noch zu, also wenn es um historische Themen geht, wo man sich ja dann noch weiter einlesen kann. Wo man so ganz viel Expertenwissen nebenbei eigentlich aufbauen kann. Okay. Genau. Ja, ich hoffe, da lassen sich ein paar oder sind ein paar jetzt motiviert, den Lehrern das so richtig gut rüberzubringen. Oder wie du gesagt hast, man kann es natürlich auch selber verwenden. Also gerade wenn es um historische Themen geht. Ich mache eine GFS über irgendein Thema. Ich kann vielleicht Screenshots zeigen aus dem Spiel. Ich kann vielleicht auch kurze Let's Play-Elemente zeigen, um zu zeigen, wie sieht es in der Zeit aus. Das würde ja funktionieren, ne? Ja, absolut. Coole Ideen. Und zum Abschluss, den darfst du uns natürlich noch sagen, wir haben jetzt schon so über viele einzelne Spiele geredet. Welche Spiele sind denn für dich ganz wichtig, wo du sagst, feiere ich total? Also, wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, Civilization war für mich eine Reihe, die habe ich genossen. Also, die habe ich wirklich von ersten bis zum aktuellen Teil begleitet und hat mich immer mitgenommen. Ich selber mag Story-Spiele sehr arg. Also, Life is Strange ist ein wunderschönes Spiel, wo man dann quasi auch tatsächlich einen Teenager begleitet, quasi in seiner Entwicklung und auch selber Entscheidungen treffen kann und auch mal probieren kann, okay, was wäre, wenn ich jetzt mich so entscheide und ein bisschen auch dann wieder die Zeit zumindest zum Teil zurückdrehen kann und auch die andere Lösung ausprobieren kann.
ganz toll, erzählen eine ganz tolle, auch emotionale Geschichte, die, glaube ich, für jeden interessant ist, also sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene. Mhm. Gerade aktuell habe ich Rebel Galaxy Outlaw gespielt. Das ist im Endeffekt so ein Weltraumspielchen, was so eine Art Wild-West-Setting im Weltall ist, was mich an ein ganz anderes altes Spiel erinnert hat, was ich auch früher gespielt habe, Privateer. Und ja, das macht einfach Spaß, dann so ein bisschen als Weltraumhändler quasi unterwegs zu sein und dort Waren hin und her zu schippern und zu verkaufen und gegen Piraten zu kämpfen und so weiter. Das hat einfach so ganz kurzweilig Spaß. Und das Tolle an dem Spiel war, es wurde von 4 Leuten entwickelt. Es ist ein ganz kleines Team und das sieht man dem Spiel nicht an. Cool. Ja. Also ich befürchte fast, Dan hat uns jetzt so viele Tipps gegeben, dass, also mein Terminkalender ist auf jeden Fall voll für dieses Jahr, weil ich mir die ganzen Spiele auf jeden Fall zumindest den Trailer anschauen werde. Ich hoffe, ihr konntet auch ein paar Inspirationen mitnehmen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben euch noch ganz viel zusammengestellt in der Infobox. Könnt ihr euch gerne anschauen. Könnt in die Kommentare schreiben, welche Games ihr so zockt, dann könnt ihr euch vielleicht da auch austauschen. Und ja, dann war's das. Vielen Dank, Dejan, dass du heute bei uns warst und so viel Infos rausgehauen hast. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Gerne, gerne. Und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.